gibt einen Fehler, den ich seit Jahren immer wieder mache. Und es ist einfach schon wieder passiert. Ben und ich gehen jetzt wieder mal auf Location-Tour. Und das ist so von der Theorie her ziemlich, ziemlich nice, was uns da erwartet. Was mir auf jeden Fall immer wieder passiert, ist, dass ich komplett unterschätze, wie krass das mit den Locations ist. Einerseits, wie unfassbar wichtig es ist, das unterschätze ich nicht unbedingt, aber ich schiebe es gerne mal nach hinten. Andererseits, wie zeitaufwendig es ist. Und drittens auch, dass man bei so einem Vorhaben wie meinem nicht einfach überall reintanzen kann. Man will es ja auch nicht zu leicht machen, ne? Es geht um den Abschluss der Venues-Videos und wer die bisher gesehen hat, der weiß, dass die teilweise ein bisschen speziell sind, thematisch gesehen. Ja, um richtig einen draufzusetzen, wollte ich das Ding ursprünglich in der Kirche drehen. Deswegen haben wir uns einige Kirchen angeschaut, ich habe mit einigen Leuten von Kirchen gesprochen, ich habe viele Tipps aus der Community erhalten und es hat sich wenig überraschend herausgestellt, dass mein doch sehr makaberes Vorhaben nicht so leicht in der Kirche umzusetzen ist, weil, naja, manche finden die Idee selber einfach nicht gut. Und andere haben sich vielleicht einfach nicht getraut oder der Rat hat dagegen entschieden. Also viele Gründe, die sich gegen mein Vorhaben gestellt haben. Das Problem war, dass ich immer wieder Hoffnungsschimmer hatte und ich dachte einfach, das klappt schon irgendwie. Und wir hatten so ein paar Leute, die gesagt haben, ja, ich finde das Vorhaben gut, kriegen das schon irgendwie hin. Und dann Last Second doch noch einen Rückzieher gemacht haben. Last Second ist auch genau der Punkt. Macht's nicht wie ich. Weil ich bin wie immer viel zu spät dran. Ist wirklich kein gutes Vorbild in dem Fall. Aber, und das ist das Interessante, ich hatte echt viele gute Tipps, eine sehr, sehr große Palette an Möglichkeiten. Und manchmal pushen einen so Last-Minute-Sachen auch. Ich will es trotzdem niemandem empfehlen. Es war jetzt viel, viel Glück im Unglück dabei, aber die Sachen, die wir uns heute angeschaut haben, bei denen wir jetzt auch drehen werden, tatsächlich die letzten Locations, die wir uns jetzt angeschaut haben, waren auch mitunter die besten. Bei dem Lost Place wusste ich schon, dass wir da drehen würden. Wollte jetzt noch mal vor Ort gucken, wie es ist. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen, wie nennt man das? Erleichterter, was die Drehs, entspannter, danke, was die Drehs angeht. Ist auch ein bisschen schade. Irgendwie habe ich so krass in meinem Kopf festgesetzt, dass ich in der Kirche drehen will, dass ich dann nicht mehr davon loslassen wollte, was auch vielleicht ein bisschen doof ist. Naja.
long story short, mir sind innerhalb dieses Location-Scouting-Prozesses wieder zwei Dinge aufgefallen. Und zwar einerseits, dass eine geile Location extrem viel wert ist, dadurch, dass vieles steht und fällt mit der Location. Mit einer beschissenen Location muss man sehr, sehr viel Arbeit investieren, um irgendwie was visuell Schönes rauszumachen, wohingegen eine tolle Location einem viel Arbeit abnehmen kann, weil sie einfach toll aussieht. Man braucht vielleicht weniger Requisiten, man braucht vielleicht weniger Licht. Jedenfalls brauchen noch mehr Licht. Das ist alles so eine Sache, die man mit einschätzen muss, wenn man Location sucht. Aber sie brauchen Zeit in der Suche und auch in der Kommunikation und in der Besichtigung. Man sieht irgendwie Online-Bilder, dann ist es aber vielleicht vor Ort ganz anders. Irgendwie ist es vielleicht zu groß oder geht es wegen den Surroundings nicht, weil irgendwie nebenan ein gigantisches weißes Gebäude ist, was den Hintergrund überstrahlt. Vielleicht ist es im 6. Stock und man kann irgendwie nicht leuchten oder die Sonne scheint ganz ungünstig rein und kann nicht abgeblockt werden. Bla, bla, bla. Dann kommt noch dazu, dass man vielleicht nicht dort drehen kann oder darf oder das an dem Datum, wo man drehen möchte, nicht funktioniert. Die Liste geht weiter. Alleine deswegen macht es Sinn, sich frühzeitig drum zu kümmern, obviously, damit das zeitlich schon mal geklärt ist und man sich keine Sorgen machen muss, dass irgendjemand anders einem den Termin wegnimmt. Und ich glaube, man ist generell zu sparsam bei Locations. Das sehe ich nicht nur bei meiner eigenen Recherche, sondern auch bei unseren Kunden sehr häufig, dass sie viel zu sehr nur auf den Preis, der am Ende steht, schauen, anstatt zu überlegen, wo die Ersparnisse über einer guten Location sind und auch wo vor allem das Produkt enorm davon profitiert. Man kann viel rausholen aus nicht optimalen Locations, Motiven, aber es erfordert erstens viel Know-how, zweitens viel Kreativität und Energie und drittens hat man Limits und die meisten Limits bestehen vor allem darin, in den verschiedenen Blickwinkeln. Wir machen das ja sehr häufig, dass wir für unsere Comedy-Einspieler aus sehr wenig oder sehr schlechten Motiven noch sehr, sehr viel rausholen. Das geht vor allem dadurch, dass wir die Blickwinkel begrenzen. In meinem Vorhaben war das definitiv nicht machbar. Ich brauchte 360 Grad Surround View quasi und habe da keine Möglichkeit, das irgendwie einzugrenzen. Und ich will es vor allem auch nicht eingrenzen. Deswegen hatte ich eine Location, die sehr, sehr teuer war, aber visuell auch sehr, sehr geil. Die mir aber letzten Endes auch abgesagt hat, weil sie mit dem Inhalt des Ganzen nicht einhergehen wollte. Und ich weiß, was ihr denkt, hoffentlich, was ich nämlich auch denke. Den Motivgeber hat es eigentlich nicht zu interessieren, was man inhaltlich vorhat. Das Problem ist aber, wie gesagt, ich wollte eine Kirche und wir reden von einer Kirche, die das so ein bisschen als unpassend empfunden hat. Ja, schade, aber ich kann es durchaus verstehen. Aber das Schöne ist, dass wir in dem Festsaal eigentlich die viel besser passende Location gefunden haben, die in der Miete auch noch deutlich günstiger ist. Also Glück im Unglück aus, aus irgendwas eine Tugend gemacht. Wie heißt das nochmal? Aus Not eine Tugend gemacht. Meine Güte, ich habe das vorhin sogar noch gesagt. Was geht ab? Abseits davon mache ich hier gerade noch ein paar Sonnenuntergangsaufnahmen mit der C70, denn am Freitag, das ist aus Sicht dieses Vlogs übermorgen, geben Joscha und ich ein kleines Online-Seminar, wo wir Fragen zu der Kamera beantworten, also zur C70 und auch zur C70 in Partnerschaft mit der C300 Mark III. Das ist ein Online-Event mit begrenzten Plätzen und ich packe mal den Link unten in die Beschreibung, wo man sich anmelden kann. Das ist, glaube ich, kostenlos und alles ziemlich easy peasy. Und wir erzählen ein bisschen was über die Kameras und unseren Workflow und anschließend gibt es noch eine Frage-Antwort-Runde. Freitagabend, ich glaube 17 Uhr geht's los. Aber wie gesagt, alle Infos in der Beschreibung. Wer also Bock drauf hat, kann sich da anmelden. Ich bin niemandem böse. Ich kann das wirklich sehr, sehr gut verstehen, dass das für manche Einrichtungen nicht das Richtige ist. Wäre natürlich trotzdem cool gewesen. Ich wollte es einfach nicht unversucht lassen. Passend zum Thema ist der Hashtag des Tages heute Motivmagic. Passt auf, gönnt euch gute Locations für gute Drehs und wisset, wann ihr wo Geld sparen könnt. Eine Frage für euch für die Kommentare ist, was war die geilste Location, die ihr bisher gedreht habt? Let me know. Bis morgen. Tschüss.